eine Sandburg? Klar! Weißt du, die Burg sollte einen Graben haben. Einen Graben? Ein Graben ist ein See, der die Burg umschließt und so vor Eindringlingen schützt. Ihr müsst so lange tief graben, bis der Sand nass ist. So behält der Graben seine Form. Was für eine tolle Burg, Caillou. Na, wartet es ab. Was denn? Das! Wow! Cool! Nun, jetzt habt ihr eine Burg, die alle unerwünschten Gäste abwehren kann. Hey, Caillou, wollen wir Frisbee spielen? Ja! Viel Spaß, Caillou. Rennt nicht zu weit weg. Ich habe eine bessere Idee, Leo. Wow! Wie wär's denn damit, Caillou? Dürfen wir, Mama? Ja, habt viel Spaß, Caillou. Seid vorsichtig und bleibt nah am Land. Auf geht's! Hier kommt sie! Verschluck lieber nicht das Salzwasser, Caillou. Das schmeckt wirklich gar nicht gut. Doch die Slushies. Slushies, wie lecker! Caillou, du Frechdachs. Nicht so schnell, Caillou. Klar, Caillou. Los geht's. Wuhu! Guter Schuss, Clem. Okay, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou.
kriegst du noch von mir zurück, Caillou. Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können. Lufthockey! Ja! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Minigolf! Los geht's! Doch nicht zu doll, aber auch nicht zu sanft. Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Caillou. Der Clown, der ist so gruselig. Spielen wir was anderes? Nein, schon okay. Beenden wir die Bahn. Genau, Caillou. Du schaffst das schon. Wow, Caillou. Mit einem Schlag. Wir haben's geschafft. Ja, komm mit, holen wir unsere Preise ab. Oh ja, schon ganz vergessen. Wow, Caillou, hat dir der Tag gefallen? Und ab. Okay, Klasse, das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück! Spielen. Caillou, Leo ist hier. Komme, Mama. Wart hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in deinen Ball gesetzt.
Oh nein! Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich hab Gerald in seinen Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou, wir finden ihn. Ein anstrengender Tag war vorbei und Caillou wollte eine Gute-Nacht-Geschichte hören. Papa, liest du mir was vor? Na klar, Caillou. Rück rüber. Das ist die Geschichte von einem zeitreisenden Entdecker. In Afrikas Steppe gibt es wilde Tiere. Man weiß nie, welche man sieht. Spürst du das auch, Caillou? Oh nein! Spring rein, Caillou! Das war aber knapp, Caillou. Auf den polaren Eismassen der Arktis gibt es immer Außergewöhnliches zu sehen. Schon, Caillou. Schauen wir, was es sonst noch gibt. Neue Freunde gefunden, Caillou? Und in den großen Pyramiden des antiken Ägyptens weiß man nie, was für Freunde man findet. Wow, Caillou, du siehst ja aus wie ein echter Pharao. Und du erst! Und auf der anderen Seite des Mittelmeers ist Paris, eine Stadt mit viel Geschichte, Essen und Kunst. Bonjour, Caillou. Sieht toll aus. Wollen wir uns den Turm von Nam ansehen?
klar, Caillou. Los geht's. Oh. Wahnsinnsblick, was, Caillou? Das war genug Aufregung für heute. Schlafenszeit. Es war Weltbuchtag. Alle Kinder waren sehr aufgeregt, sich wie ihre Lieblingscharaktere zu verkleiden. Aber keiner war so aufgeregt wie Caillou, der als Pirat verkleidet war. Los geht's, Klasse. Kommt hierher. Beruhigt euch, beruhigt euch. Wie ihr an euren Verkleidungen sehen könnt, heute ist Weltbuchtag. Das heißt aber nicht nur, sich schön zu verkleiden. Es geht darum, durch das Lesen fantasievoller zu werden. Ich habe hier Gutscheine. Nach dem Unterricht könnt ihr sie für ein Buch im Laden einlösen. Wow, Leo, sieh mal her! Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, die Gutscheine einzulösen. Sie überlegten lange, für welches Buch sie sich entscheiden sollten. Caillou und seine Freunde sahen sich die verschiedenen Gutscheine an. Sie hatten alle andere Farben und Bilder. Oh, cool! Du hast darauf einen Dino! Sieh mal Clementines an! Da ist ein Wolf drauf! Los geht's! Land ahoi! Hier finden wir unseren Schatz! Ei, ei, Captain Caillou! Captain Caillou? 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 Welche habt ihr denn? Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, mit ihrer entfachten Fantasie das Lesen zu beginnen.
Caillou freute sich darauf, sein Buch mit nach Hause zu nehmen und Abenteuer als Pirat zu erleben. An einem weiteren vollgepackten Schultag bat Frau Martin die Kinder, leise zu sein. Sie wollte eine Ansage machen. Gut, Kinder, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Okay, nun diese Woche veranstalten wir was Aufregendes. Eine Schul-Talent-Show. Die Klasse konnte es kaum erwarten, mit dem Üben anzufangen. Aber was sollte Caillou tun? Als er später am Tag nach Hause kam, sah er sich im Haus nach Sachen für die Talentshow um. Er probierte Seilspringen, Singen. Er probierte sogar zu tanzen. Er begann sich zu fragen, ob er jemals ein Talent für die Schultalentshow finden würde. Was ist denn los, Caillou? Ich weiß nicht, was mein Talent ist. Ich habe alles probiert. Also, hey Caillou, wie wär's damit? Was macht man denn damit? Also Caillou, das ist ein Zauberstab. Du kannst bei der Talentshow ein Zauberer sein. Hier. Okay, Papa. Was könnte ich jetzt zaubern? Warte mal hier, Caillou. Ich bin gleich zurück. Einen Augenblick später war Papa mit einer Kiste zurück. Es war eine kräftige Box mit der Aufschrift Magic Kit. Wow! Also, Caillou, als ich so alt war wie du, war das mein Zauberkasten. Nun ist es deiner. Nimm ihn mit zu deiner Talentshow und zeig allen, was du kannst. Ich sehe wie ein Zauberer aus. Das tust du, Caillou. Und jetzt geh mal üben. Caillou übte und übte und am nächsten Tag war er bereit für die Talentshow. Aber nun war er nervös. Er war als nächstes dran. Hey Caillou, schon okay. Sei nicht nervös. Das wird toll. Ja Caillou, hab einfach Spaß beim Zaubern. Mein Name ist Caillou. Und ich bin Zauberer! Seht her! Caillou flüsterte die Zauberworte, berührte den Hut mit seinem Zauberstab und... Das ist Teddy, alle zusammen! Und nun zum nächsten Trick. Seht, was mit Teddy passiert, wenn ich das mache. Alle jubelten vor Begeisterung über Caillous Tricks. Er war sehr stolz auf sich. Es war ein besonderer Tag für Caillous Familie. Es war Rosis Geburtstag und die ganze Familie war draußen und genoss den Sonnenschein und die Feier. Mama, Mama, kann ich jetzt mal auf der Hüpfburg spielen? Okay, Caillou, sei vorsichtig. Denk dran, die Schuhe auszuziehen.
Ich will die Schuhe anbehalten. Wir sollten sie ausziehen, Caillou. Caillou hatte viel Spaß auf der Hüpfburg. Aber die anderen Kinder wurden immer gröber. Hey, hey, hör auf! Sobald Caillou wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sah er sich für ein neues Spiel um. Hey, Caillou! Ist alles gut? Caillou setzte ein tapferes Gesicht auf. Es gab schließlich noch andere Beschäftigungen. Hey, spielen wir doch Steck dem Esel den Schwanz an. Caillou und seine Freunde spielten Steck dem Esel den Schwanz an. Es wurde ihnen sehr schwindelig. Okay, okay, jetzt du, Caillou. Oh nein, da gehört er auch nicht hin. Hey, seht, sie bringen den Kuchen raus. Kommt her, Kinder, Kuchenzeit. Rosi, jetzt kannst du dir was wünschen. Rosi wünschte sich etwas und blies alle Kerzen auf einmal aus. Und dann... Nun zu den Geschenken. Oh, ich will, ich will. Darf ich, Mama? Okay, Caillou, was hast du denn? Rosi konnte ihr Glück kaum fassen. Ein eigener Teddybär. Teddy! Super, Caillou. Tolles Geschenk. Noch etwas, Rosi. Hi, Rosi. Alles Gute. Genieß deinen Tag. Ich hab dich sehr lieb, Caillou. Oh, Caillou, das ist lieb und schön geschrieben. Ist das nicht süß, Rosi? Hey Kinder, Zeit für die Piñata. Rosi, du fängst an. Los, Rosi! Das war der beste Geburtstag, den Rosi je hatte. Und Caillou hatte auch einen wunderbaren Tag. Alles klar, Caillou. Ich bin sofort wieder da. Sieh zu, dass du dich gut wäschst. Okay, Mama. Viel Glück auf der Mission, Kapitän Caillou. Hallo, wie heißt du? Hi, ich bin Caillou. Oh, man hört von einem großen Forscher namens Caillou. Wirklich? Oh ja. Es heißt, dass er den verlorenen Schatz finden wird und zu uns zurückbringt. Wow. Wirst du helfen, großer Caillou? Aber klar, wir finden den Schatz. Hm.
Schau mal! Lass uns reinschauen! Sicher, Captain Caillou? Komm schon, alles ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Schau mal da drüben! Ist das etwa der? Komm mit, wir sehen nach. Was ist das? Es ist ein Hai! Schneller! Er holt uns gleich ein! Caillou, bist du schön sauber? Gut, dann hat Captain Caillou ja jetzt noch Zeit, die Meere zu besegeln. Das habe ich von meinem Onkel bekommen. Wow! Damit können wir ganz viele Streiche spielen. Was machen wir zuerst? Ich weiß nicht. Such du doch was aus, Caillou. Oh! Wirklich lustig, Jungs. Oh, hi Leo. Hallo Caillou. Wie kann ich euch zwei helfen? Wir haben für dich Erdnüsse, Papa. Magst du welche? Für mich? Das ist sehr lieb von dir, Caillou. Danke. Wow. Oh, ihr habt mich erwischt. Ha ha ha!
echt. Das ist ein Streich, Rosi. Schau. Komm mit, Rosi. Ich hab eine Idee. Seid ihr? Hallo Rosi, Caillou, hi Leo. Hallo. Oma, magst du etwas Saft? Oh, na klar, Caillou. Ich bin schon etwas durstig. Rosi, willst du mir mit den Eiswürfeln helfen? Eiswürfel! Eiswürfel! Vielen lieben Dank, ihr zwei. Oh, guter Gott. War das ein Streich? Ja! Es war wieder ein gewöhnlicher Schultag. Das dachte Caillou zumindest. Plötzlich tat ihm etwas in seinem Mund weh. Caillous Zahn wackelte. Hey, seht! Der Zahn hier wackelt! Wow, Caillou! Die Zahnfee wird dich bald besuchen kommen. Hä? Na, die Zahnfee, Caillou! Wenn du einen Zahn verlierst, dann legst du ihn unter dein Kissen und dann wechselt die Zahnfee ihn für etwas Besonderes aus. Nein, Caillou, tu das nicht. Der fällt von ganz allein raus. Es sah so aus, als müsste Caillou geduldig sein. Caillou beschloss zu warten. Dennoch war er für den Rest des Tages so aufgeregt, dass er sich kaum noch im Unterricht konzentrieren konnte. Nach der Schule rannte Caillou aus dem Gebäude zu Oma. Er konnte es kaum erwarten, Mama und Papa von seinem wackelnden Zahn zu erzählen. Wie toll, Caillou. Lass mich mal sehen. Sag ah. Ah. Der sieht so aus, als fällt er fast raus. Doch nur fast. Caillou wartete. Und wartete. Und wartete. Bis plötzlich sein Zahn herausfiel. Mama, Papa, er ist raus! Der Zahn fiel raus! Sehr toll, Caillou! Wann kommt denn die Zahnfee zu mir? Zuerst musst du den Zahn unter dein Kissen legen, sonst weiß sie es nicht und kommt auch nicht. Oh, ja, das stimmt! Kommt, wir gehen rauf. Also, Caillou, leg ihn vorsichtig unter das Kissen. Wir sehen morgen früh, was die Zahnfee dir gebracht hat. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Mama und Papa. Caillou setzte sich auf und rieb sich die Augen. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass etwas unter seinem Kissen liegen würde. Und dann, Caillou sah etwas in seinem Augenwinkel. Etwas leuchtete in einer Ecke seines Zimmers. Es war die Zahnfee. Oh, hallo, Caillou. Du hast einen Zahn verloren?
Hast du immer deine Zähne geputzt? Was machst du mit den Zähnen, liebe Zahnfee? Na, natürlich ins Feenland. Wir bauen mit den Zähnen ein immer größeres Feenschloss. Wow. Oh, gute Nacht, Zahnfee. Gute Nacht, Caillou. Ich pass gut auf deinen Zahn auf. Vergiss am Morgen nicht, unter dein Kissen zu sehen. Caillou hatte den seltsamsten Traum. Plötzlich erinnerte er sich, setzte sich auf und warf sein Kissen zur Seite. Unter dem Kissen war eine hübsche Münze und eine Notiz. Lieber Caillou, danke, dass du deine Zähne so gut putzt. Alles Liebe von der Zahnfee.